Hallo und herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde, zum nächsten Part vom Let's Play Skyrim, die Special Edition. Ja, wir sind natürlich auf dem Weg, ja, ins Ödsturz Hügelgrab. Einmal wegen dem Drachenstein dann, wo wir dann hier zum Jarl aufbrechen müssen für Farengar. Der braucht ja diesen Drachenstein später. Und ja, und natürlich für hier Lucan dann die goldene Klaue in den Besitz bringen. Ich habe mir Feen da geholt im letzten Part und wir machen uns jetzt natürlich auf den Weg. Ach ja, und für alle, die neu sind, ich bin Sperio. Ja, erstmal nochmal kurz grundsätzlich zum Charakter. Ich werde einen Kampfmagier spielen. Also überwiegend wirklich Magie in Verbindung mit Bogen bzw. Armbrust dann. Und wenn es dann wirklich dann halt nicht mehr geht, ja, packe ich dann halt den Zweihänder aus. Oder was ich dann halt so mit dabei haben werde. Jo. So, und ansonsten schaue ich nochmal, muss ich nochmal in die Objekte schauen. Okay, Zweihänder und einen Bogen haben wir schon. Okay, den Ring hier werde ich mal auspacken. Den Eisenhelm, wenn es dann mal, ja, ein bisschen mehr zur Sache gehen sollte, packe ich schon mal auf die Favoritenleiste. Kleine Heilung, Buch haben wir plus ein Buch. Dietriche und so weiter haben wir so schon alles. So, Zerstörungsmagie. Na gut, die Funken brauche ich jetzt nicht. Beschwörung, Schutzgeist, Heilung, Kräfte, aktive Effekte und den Kriegerstein hatte ich mir ausgewählt. Genau. Okay. Dann sollte es losgehen. Natürlich erstmal ein wenig. Oh, nee. Warten möchte ich jetzt hier nicht. Wow, die Effekte sind da ganz schön laut. Ihr könnt vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, ob es vom Ton her alles passt. Ich hatte jetzt hier noch etwas, ja, vom Audio her angepasst. Deswegen weiß ich es gerade nicht ganz genau, wie es sich dann anhört, wenn ich das Ganze hier dann hochgeladen habe. Ach ja, und dann natürlich, ja, immer ein wenig dann so mit Schleichen verbunden. Also es wird so eine Art Mischung aus, Magier, Krieger, Assassine, sowas in der Art. Man bräuchte ja auch irgendwann dann gar kein. Man bräuchte ja rein theoretisch als Magier gar keine, ja, ich sag mal, festen Waffen wie Bogen, weil das gibt ja dann noch diese beschworenen Schwerter etc. Und. Oh, das gibt's doch nicht. Nanu. Nanu. Geh mal weg hier. Na, geht doch. Gold. Oh, das ist ja doch schon mächtig laut hier gerade. Könnte allerdings auch an meinen Kopfhörern liegen. Das werde ich dann danach halt sehen, wie das Ganze dann, ja, sich anhören wird, wie gesagt. So, Eisenfallen nehmen wir natürlich alles mit. Was hatte Feendahl eigentlich Bin immer alles noch da. so mit Was soll bei? ich nehmen? Ach so, ihn hatte ich, ja, sozusagen ja fast noch gar nichts gegeben. Bekleidung. Ihm gebe ich jetzt einfach mal die Pelzrüstung. Sieht zwar ein bisschen, Geht ja, ihr voran. kalt aus, sage ich mal. Aber das ist mir gerade ein wenig egal. So, nehmen wir mal wieder die Flammen. Ein wenig Gold nehmen wir hier mal mit. Und ich glaube, hier oben war ja dann noch einer.
Ist das aber eine Überraschung. Jo. So, Gold, Eisenschild und diese... Ach nee, das nehmen wir mal alles komplett mit hier. Und zwar für... Ich bin direkt Fena. Hinter euch. Was soll ich nehmen? Hätte ich eigentlich gleich... Ja, jetzt erst machen können. So, ein Eisenhelm bekommst du. Schwere Rüstung bekommst du. Und natürlich eine... Kriegsaxt. Jo. Dann mal schon los. Mal etwas besser ausgerüstet, den Begleiter. Also das mit den Begleitern wird vermutlich dann auch noch etwas variieren. Ja, das nehmen wir alles mit. Und einen Stufenaufstieg hatten wir natürlich. So, ich gehe jetzt hier erstmal auf Gesundheit ein wenig. Zerstörungsmagie. Erstmal, dass das hier nur für die Hälfte kostet. Ist natürlich wichtig, damit unsere Magiker nicht gleich ja, den Bach runtergeht. Oh, Mehlsack. Kartoffeln. Ja, der Rest ist egal. So, und raus. Oh, dann stecken hier die Pfeile. Die kann ich natürlich wieder mitnehmen. Ja, hier geht's lang. Ich wollte gerade sagen. Also auf jeden Fall genial. Hier alles. Das sieht schon deutlich besser aus wie auf der PS3. Und das hier erinnert mich gerade... Also ich nehme das hier am Mittwoch auf. Den 2.11. haben wir jetzt, glaube ich. Ich hatte mir letztens vom Gerhardes das Let's Play Dark Souls vom DLC Ashes of Ariandel, heißt es, glaube ich, das DLC angesehen. Und da war es genauso schneestürmisch und frostig. Und ja, das hat schon ein bisschen Fun gemacht. Also das war genauso top. Die Atmosphäre genau wie hier fast. Und eigentlich müssten ja hier jetzt schon diese Banditen kommen. Ich könnte ja einfach mal einen Pfeil opfern. Ah, okay. Aber dann kommen die ja bestimmt gleich selbstständig dann die Treppe hinunter. Auch Schleichen verbessern geht natürlich auch. Eigentlich bräuchte ich hier dann gar nicht beteiligt. Hallo. Ich stelle mich heute wieder dämlich an. Und dann war doch aber hier irgendwo noch einer. Jetzt kann ich ja wieder die Flammen auspacken. Achso, der ist dann schon... seinen Verletzungen erlegen, nennen wir es mal. Oh, Staatsverhinder. Das ist richtig schön. So, Pelzstiefel. Warte mal, Bekleidung. Pelzstiefel haben wir noch gar nichts. So nicht. Ausrüsten. Das ist ja was. Nehme ich natürlich dann den Staatsverhinder. So, zu dem hier nochmal schauen. Ach, da schläft ja ganz friedlich. So, ein wenig Gold. Ja, es gibt bestimmt noch ein paar bessere Fäustlinge dann. Okay, hier ist noch ein Bandit. Fellarmschienen, das ist doch schön. So, Bekleidung, Fellarmschienen. Legen wir so mal an.
Für mich gibt es ja vielleicht dann auch noch eine Fellrüstung irgendwie. So, erstmal rein hier in den Tempel. Automatisch speichern. Ich speichere mal eben schnell. Oh, Screenshot wollte ich jetzt nicht machen, aber das ist jetzt auch egal. Ich wollte eigentlich ins Favoritenmenü. So, den Bogen mal wieder rausholen. Fellrüstung, nee. Diese Fellrüstung wollte ich so jetzt nicht haben. Ach Gottchen. Plopp. So, und plopp. So, hier liegt noch einer, genau. Ja, diese Fellrüstung wollte ich dann auch gerne haben. So, und die machen wir dann uns als Favoriten rein, denn dann kann ich schön immer umherzwitschen zwischen, ja, halt einer Magierrobe und einer Rüstung. Also ich gehe überwiegend dann natürlich auf leichte Rüstung. Und dann halt, ja, Magierkapuze oder halt Diadem, je nachdem, was dann halt mehr oder besser aussieht, keine Ahnung. Und dann zwischen Helm, falls es dann mal, ja, irgendwie krass werden sollte, wovon ich irgendwann mal ausgehen werde. So, Banditen, Eisenpfeil. Jetzt juckt mir gerade das Ohr. Gut. So, und wir machen die Truhe auf. Klappt doch alles gut. So, nehmen wir natürlich alles mit. Oh, noch ein Skaver. Habe ich eigentlich schon eine Spitzhacke? Ich glaube, die habe ich vorhin vergessen. Müsste er unter Waffen sein? Nee. Ach, natürlich nicht. So, wieder zurück zu den Flammen. Alles mitnehmen. So, hier hoch. Mir war so, als ob hier irgendetwas war. Hm, daneben doch nicht. Oh, noch ein Skaver. Achso, 77 Draglast momentan. Okay. Oh. Ah, okay, die ist leer. Schleichen. Ach, genau. Schleichen verbessert. So. Bei dem machen wir uns einfach mal überhaupt nicht die Hände schmutzig. Das war, ja, ganz cool. So. Schlange, Schlange, Fisch. Schlange. Schlange. Fisch. So. Hier den Hebel betätigen. Fackel. Oh, vielen Dank. Ich habe eine Fackel für dich. Was soll ich nehmen? Ich habe eine Fackel für dich. So, dann werden wir gleich mal wieder vielen Dank ein wenig ausnutzen. Ich zeige euch, was ich weiß. Achso. Was soll ich nehmen? Erstmal das Gold wiederholen. Ich zeige euch, was ich glaube, da war wieder was. Genau. Was soll ich Gold wiederholen? Ich zeige euch, was ich weiß. So, und noch einmal. Perfekt. Was soll ich nehmen? Und natürlich Stufen auf die zu
So kann man sich natürlich auch dann hochleveln. Ihr geht. Neue Stufe. Ja, wie gesagt, erstmal ein klein wenig auf Gesundheit. So, Beschwörung weiß ich noch nicht. Wiederherstellung. Zweihändig. Wo ist denn die Schießkunst? Erstmal die Schießkunst. So. Ah, Dieb, genau. Das bringt ja einmal kurz Taschendiebstahl nach oben. So, was ist in der Truhe drin? Streitkolben mag ich jetzt nicht so. Momentan haben zumindest. Oh, Schreiber. Hier war doch noch irgendwo einer. Waren die nicht drei? Ja, da waren drei. So, da war nix. Da war eine Rolle des Feuerballs. Schwache Lähmung. Da war leider nix. Okay, da auch nicht. Ja, nö, vielleicht auch nicht. Skelett. So, und dann war das ja hier mit einer kleinen versteckten Truhe in Anführungsstrichen, wo leider jetzt nur 12 Gold drin sind. Eigentlich schade. So. Und die große, fette Spinne, komm her hier. Störung verbessert. Perfekto. Ich hasse diese Drecksviecher. Ja, Abel, der jammert schon wieder. Die kann man ja eigentlich sowieso gleich töten, weil der will ja dann sowieso weglaufen. Und das nervt. Oh. Oh, das hat ein Dietrich mit bei diese Leiche. Da noch ein bisschen Gold. Hilfe! Oh, ich glaube, da möchte ich nicht nach unten fallen. Helft mir! Hilfe! Ja, ihr habt es geschafft. Der Flinke. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Wo ist die goldene Klaue? Die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ja, ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Richtig. So. Süßer Dann wirklich mal Kopf kürzer machen hier. Das war gleich töten, weil der läuft ja eh weg. So, dann haben wir schon mal die goldene Klaue. Sein Tagebuch, denke ich mal, braucht er auch nicht. Ja. Und sonst. Ja. Geht es hier dann weiter? Aber das würde ich sagen, machen wir dann ab hier im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr neu seid, Abo da lassen. Oder irgendwas halt in die Kommentare schreiben. Bis dahin. See you later.